kannst ja sagen, bei welcher Minute oder so. Oder warte, ich gehe erstmal von Anfang an jetzt rein. Ich bin jetzt am Anfang. Na, wer ja, okay, ist? Ich auch. Ah ja, ich habe ja Adblock. Ah, okay. So, warte. Ja, ich bin jetzt am Anfang bei... Was haben wir denn hier? Bei 13 Sekunden bin ich. Hm? Da zum Beispiel darf nicht alleine irgendwo jemand reinrennen. Zum Beispiel nur ist da ganz alleine am Ende. Hm. Und das ist halt... Ja, das stimmt. Yunus und ich sind weggegangen, meinst du, ne? Ja, ja, genau. Und das wäre halt richtig braindead, wenn da einer alleine reingeht. Und weil wenn da auch stirbt. Nur ein Duo ist, ja. Genau, und dann seid ihr halt fucked, weil wenn ein Trio sieht, dass ihr nur zu zweit seid, dann seid ihr halt fucked, die werden euch Insta pushen. Und ja. Ich weiß nicht, da halt dachte ich halt smart. Irgendwie, dass wir erstmal in die Zone gehen und Noah wollte dann halt auf die Gegner und das war dann halt ein bisschen irgendwie missverstanden. Und dann sind wir halt zurückgelaufen, dann hat er ihn doch geholt oder wir zusammen dann. Ja, klar, klar, aber du musst ja auch vorstellen, vielleicht würde, wenn es ja ab, hier, es kann ja auch sein, dass er verreckt so. Mm, wenn ja, das ja, passiert, ja. Dann seid ihr wenn halt das fuckt, passiert, so. Ist vorbei mit der Runde eigentlich dann. Ja, genau, und hättet ihr nicht so viel White Heal, ja. Naja. Werd ihr halt dead. Ich würde Insta einfach in Zone. Mhm. Vor allem auch, weil die Zone, glaube ich, nicht so. Ah, ne, die ist in der Nähe, aber. Ja, aber trotzdem. Die hat halt dann 2 Ticks gemacht, weißt du, das war halt mein Ding, aber ich hatte dann eigentlich gut Heal. Ja, okay. Okay, ich bin jetzt weiter im Leben. Genau, ich auch, bei 2 Minuten. Warte. Ja, same. Ja, der Typ, der war, weiß ich nicht, alleine oder zu zweit. Dann hat Noah einen geholt, glaube ich. Ja, die haben dann einen geholt und der Typ war dann alleine, den haben wir dann noch geholt. So, hier jetzt im Endgame. Jetzt bin ich da bei Minute 22. Ja, da ist schon der erste Fehler. Ihr sollt rotieren. Ja. Meinst du direkt early? Ihr müsst unbedingt rotieren. Ja, direkt, vor allem jetzt nicht im letzten Moment. Er ist ja Bounce Pads oder so, was anscheinend nicht so aussieht. Ja, doch, kriegen wir einen haben wir noch. Okay, warte, dann gucke ich eben weiter, weil das war echt in No Front, das war nicht so gut, weil, ihr wärt easy darüber gegangen. Mhm. Dann könntet ihr die Zone holen. Ja, da haben wir uns dann halt gedacht, dass wir uns High irgendwie holen. Das hat Noah dann gesehen, dann sind wir halt hochgegangen. Da sage ich dir eigentlich ehrlich, wenn man so eine Position hat, muss man eigentlich den Sieg holen. Wir sind zu dritt auf High. Ja, genau, dazu wollte ich auch noch was sagen. Hyde war richtig free und ihr hättet die Runde gewinnen sollen und nicht Zweiter werden sollen. Sag ich dir auch. Ja, das ist ganz klar. Das Dumme war, ihr wart nicht alle zusammen auf einem Layer. Es ist immer einer gedroppt oder das war einer halt war so links, smart. Ja. Ihr müsst euch konzentrieren, dass ihr immer auf einen Spray zusammen. Ja. Weil wenn man Triple Spray auf einem macht, dann haben die keine Chance. Weil Triple Spray ist halt OP as fuck. Und ihr dürft nicht so low hingehen. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst wenn dann schon ein bisschen nach oben. Das hat Noah auch gut erkannt, dass er halt weiter nach oben ist. Weil das ist echt tief, da konntet ihr, jetzt Glück, dass die jetzt nicht so... Ja, wir waren auf der Cone umfahren. Von den Gegnern, Ja, genau, ihr wart praktisch Midground gefühlt. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein guter Layer gewesen, da wo Yunus gerade ist. Ja. Da hättet ihr bleiben sollen, oder vielleicht auf dem Layer, wo du gerade bist, Nieto. Das ist einer Ultimate, weil ihr hattet so viele Mats, das war so, Ja. Guck, jetzt spray zum Beispiel nur Yunus, glaube ich. Ja, guck, ihr müsst zu dritt auf einen sprayen. Das wäre halt so gut jetzt. Ihr müsst die ganze Zeit sprayen jetzt im Late Game, damit die keine Chance haben, damit die alle ihre Mets verbinden. Und ihr müsst gucken, dass ihr Leute in Zone vielleicht auch sprayt. Ja. Oder dass einer vielleicht für den Double Edit geht, wenn es richtig late ist oder so, keine Ahnung. Guck mal, da geht Noah jetzt runter und will für den Kill gehen. Und der hat aber 6 Splashies und da meiner Meinung nach darf er niemals da reingehen in den Dreierbox. Nein, das ist vor allem nicht der für Heal-Off geht oder generell einfach niemand reingehen. Ja, vor allen Dingen auch nicht, wenn wir High haben. Ja, genau, ihr müsst einfach chillen auf High und dann sprayen. Und vorsichtig für Double Edits gehen. Ja. Weil jetzt ist die Runde versaut. Weil er hat halt 6 Splashies, Ahnung. Ja, ihr müsst jetzt in dem Moment hättet ihr oben chillen müssen und einfach sprayen. Und er hätte so easy das Heal-Off gewonnen, ne? Ja, und ihr müsst aufpassen, ihr müsst immer gucken, dass niemand euch runtersprayt, weil es halt... Jetzt zum Beispiel hättet ihr pur sprayen sollen. Und nicht chillen da oben. Ja. Pur sprayen. Weil ihr seht, die sind im Fight, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen runter und sprayen.
Weil die sind da mitten im Fight und die bemerken nicht, dass einer gerade ein bisschen droppt, aber nicht komplett droppen. Ja, ja. Nicht komplett droppen, aber versuchen so auf Lowground-Basis da ein bisschen runter zu gehen. Jetzt und dann von etwas runtergekickt, keine Ahnung. Warte jetzt gleich. Und dann kommt der dann nicht mehr hoch und dann ist er dead und dann sind die ganzen Splashies weg. Ja. Ah, jetzt ist er da ganz unten, keine Ahnung. Das war so ein Free Und eigentlich. Ja, war es auch, completely. Aber ihr dürft halt sowas nicht reinschauen. Ja, ja. Dann waren wir wieder jeder 1 vs 1, er hat 1 vs 1 verloren, ich auch, und dann war die Runde vorbei. Ja. Ja. Das wäre so ein Fübeln, vor allem weil das auch noch ein Duo war. Mhm. Und wärt ihr da zu dritt gewesen, hättet ihr das alles viel gewonnen. Vor allem, ihr hattet auch ordentliche Ammoni, finde ich, also meines Erachtens, ne? Da konntet ihr viel die Runde gewinnen. Und einer vielleicht, auf jeden Fall, vielleicht nicht Noah, hätte für den Double Edit gehen sollen. Ja. Zum Beispiel du vielleicht, Netro. Mhm. Oder Yunus. So, die Runde da möchte ich jetzt auch mal, da möchte ich gleich auch was zu sagen. Ich bin jetzt bei 6,37. Da. Warte. Ja, ich auch. Mhm. Also da war alles clean, guck mal, die ganzen Gegner waren unten, wir waren absolut auf dem High Ground, die Zone ist einen Berg hochgegangen, ne? Und wir waren absolut ganz oben. So, und jetzt, guck mal, also Noah ist ja, oder möchte IGL sein, ne? Das Ding ist aber auch, er möchte auch für die Kills gehen. Und ne, das ist ja... Ja, das ist widersprüchlich. Und guck mal, jetzt sind wir alle fokussiert auf die Gegner, wir haben alle jemanden gesprayt. Und von hinten kommen die Gegner hoch. Das ist aber doch eigentlich die Aufgabe von IGL, das zu sehen, dass oben High Ground free ist und dass die anderen free sprayen können, oder nicht? Naja, also nein, das stimmt nicht ganz. Ja. Wenn es free ist. Wenn ihr wart auf Hide wirklich free, dann... Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass einer hochbohrt, aber trotzdem doch schon ein bisschen... aufpassen, dass niemand hochkommt. Ja, und ihr wart auch ziemlich hoch. Ihr wart auch ein bisschen viel zu hoch, weil ihr habt ja jetzt nicht Zone. Ja, das stimmt. Und wenn ihr jetzt droppen müsst und jemand auf euch guckt, die könnten euch easy briefen. Ja, das ist später passiert. Aber ihr dürft nicht. Ja. Da wurde ich dann halt von hinten angeschossen und dann waren die halt auf High. Und dann ist Noah in den Bildfall gegangen. Aber das würde ich halt als IGL übernehmen und deswegen will ich auch wieder IGL werden, weil ich dann überall gucke, dass alles free ist und dass keiner hochkommt. Und wenn ich sehe, dass die hochleeren, dass ich sage, hier, Noah, Yunus, komm mal rüber, despray'n. Weißt du, wie ich meine? Yeah. So halt. Ihr müsst halt dran arbeiten, dass ihr halt wirklich so zusammen arbeitet. Und dann war halt, ihr seid im Trio, aber manchmal seid ihr halt einfach alleine unterwegs. Ja. Guck mal, und jetzt dann, zum Beispiel musst du droppen. Ich werd runtergeschossen. Ich wollte droppen, genau, aber das zu meinte spät. Ja, genau das meinte ich. Das passiert, wenn man so hoch ist. Ja. Wir waren viel zu hoch, sag ich dir ehrlich, wir waren viel zu hoch. Ja, ich verstehe auch nicht. Ihr hattet Zone und die waren alle weit weg. Ja. Und dann müsst ihr nicht noch weiter aufbauen. Das ist erstens nicht so schlau. Mets Race und ist unnötig. Das war auch wieder so dumm. Also wieder. Also zweimal Highgon und zweimal nicht gewonnen. Also. Ja, genau. Naja. Ja, okay, ich jetzt so. Ihr müsst halt. Ihr müsst halt Rollen ausmachen. Ja. So, IGL, Supporter und Fragger halt. Ja. Aber ich sehe halt nur hier war immer bis noch jetzt ganz. Ja, ja. Also bis jetzt finde ich ist alles okay, und Technik geht klar. Nur ja, das war absolut jetzt, oh Gott. Ach ja. Ey, ich verstehe auch nicht, warum ihr Revive wolltet. Es sind 10er Ticks. Ja, das hat uns auch. Ich meine, Yunus konnte nicht mal den Flops aufnehmen. Ja. Ihr konntet free in Zone rotieren. Guck mal, wo Noah gerade ist. Da wärst du jetzt zu zweit. Ja. Das war nicht so schlau. Das war nicht arschlau, das war absolut dumm. Absolut dumm war das. Nee. Ich wollte halt Yunus irgendwie noch mitnehmen. Er meinte, du kannst mich rebooten. Naja, gut. Aber was Noah jetzt. Oh, das spricht auch wieder dafür, dass er fucking nochmal Fragger ist. Ja, und nicht genau, IGL. Was der aus der Runde noch rausgeholt hat, ne? Der ist Zweiter geworden mit ordentlich Kills, oder? Ne, der ist Erster geworden sogar. Ach stimmt, der ist ja Erster geworden. Und das ist meiner Meinung nach ein absoluter Fragger und kein IGL. Das ist einfach so. Kannst du jetzt einfach zu Ende gucken? Ich guck mir das jetzt auch nochmal an. Bin bei 10,30. Also, Noah hat da ja alles richtig gemacht eigentlich. Mhm.
Das war echt, also das muss ich wirklich Props an Noah, holy shit, man, der hat so rasiert. Yeah. Ja, er rennt mit seiner Hebel in jeden Gegner rein, ey. Yeah. Das war echt gut. Na, wir müssen manchmal vielleicht auch ein bisschen ruhiger spielen. Ja. Also jetzt nicht gerade Noah hat alles richtig natürlich gemacht. Mhm. Also meiner Meinung nach. Ja. Müsst halt ruhiger spielen. Insgesamt. Und nicht so alleine spielen. Mhm. Ihr seid ein Trio und dann. Das ja, das, auch ja, nicht wir haben immer machen. Viele Situationen, wo man immer 1 gegen 1 ist und das ist falsch. Wenn man das verliert, ist das nein, falsch. Das ist ja, ja klar, das ist so eine 50-50-Sache. Ja, ja. Wenn man lieber 2 zu 1 ist oder so, weißt du, was ich meine? Dann. Ja, genau. Zum Beispiel bei mir im Trio, mhm. Es gibt immer 2, die zusammen sind. Wir mhm. versuchen immer einen rauszupicken ja. und den dann zu boxen. Ja, das ist gut. Weil wenn und dann eine schon andere mal in einer 3-2-Situation, dann kann man es eigentlich immer schaffen. Der andere ist halt immer da und mhm. Versucht halt irgendwie was zu machen. Ja. Ich weiß jetzt. Also ich bin der, der immer zu zweit da jemanden versucht zu boxen. Mhm. Ja. Wo landet ja. ihr? Unterschiedlich. Wir haben mal Steamy. Mal Shark. Ja, wir gucken immer so. Okay. So, ich bin jetzt bei 12-7. Letzte Runde ist das. 12-15 bin ich. Und das ist auch das Ding, da, guck mal, da sind wir so dumm gestorben, weil, guck mal, Noah hat dann wieder einen angeschossen und ich weiß nicht, dann hat das die irgendwie getriggert aus der Zone und dann sind die zu uns gekommen, haben uns gefightet und wir sind gestorben in der letzten Runde und die war so absolut stacked und ich weiß nicht, also wir hätten einfach keinen fighten dürfen, meiner Meinung nach, absolut keinen. Das also, ihr hättet einfach in die Mitte gehen sollen, weil dann ja. ist, ist Klaus immer in der Mitte und so. Die nächste Zone ist immer Richtung Mitte. Ja. Das da, war schon richtig, aber ihr hättet Saison. Auch... Hm? Ja, ja, ist auch so. Ihr hättet einfach sprayen sollen oder so, aber versuchen euch nicht snipen zu lassen halt. Ja. Oder vielleicht auch einfach weitergehen sollen. Ja, also ich wäre weitergegangen, sag ich dir ehrlich. Mhm. Aber... ich weiß nicht, ich glaube, Noah hat dann einen gecrackt und wenn er einen crackt, dann will er halt immer drauf gehen. Und ja, das genau, war, das ist halt nicht dumm. Also das ist manchmal gut, aber nicht immer, weißt du? Ja, du weißt halt nicht, was für Healing der hat. Ja, und dann waren wir über den, weißt du, und dann ist einer in die Box gegangen und dann war es 3 versus 1 und dann ist er gestorben, dann kam der zweite dead und ja. Guck, das meine ich, ihr geht immer alleine rein. Ja. Das ist dumm. Ja, das guck, ist, dann seid ihr jetzt. Ja, ja. Noah ihr seid immer im One Buffy. Ja. Yunus ist dann auch. Und ich auch. Nee, ihr wartet halt alleine drin. Ja. In einer Box, wo ja, 3 Leute drin ja, sind. So. Das ist dumm. Also, das ist jetzt. No Front, das war halt nicht schlau. Ja, das müsst ihr vermeiden. 100 Pro. Aber meiner Meinung nach wäre ich einfach weitergelaufen. Einfach weiterlaufen. Also, vor allen Dingen in der letzten Runde, wenn die so stacked ist. Ja. Vielleicht okay. muss ich dir auch einfach mal. Die Cups ungeschnitten geben, also keine 3 Stunden natürlich, aber halt so Runden, wo wir essentiell gestorben sind. Ja. So, dass du dir das alles mal angucken kannst, weil es ist ja jetzt geschnitten. Mhm. Dann dir gute Besserung und danke, danke, ne? Okay. Dass du dir Zeit gemacht hast. Ciao. Ciao, ciao. Ah, guck, bei Dongilato vorbei. Ja, auf meinem YouTube-Kanal. Okay. 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 Ciao. Ciao.